Weil die können einen auch ein bisschen wegschubsen, nervigerweise. Ja, das habe ich schon gemerkt. So, okay, dann würde ich sagen, Skelettkönig willkommen. Massaker 72. Oh nee, jetzt sind hier noch Unix, ey, oder wie? Echt? Also meine hat gerade gesagt, eine Herausforderung. Das war alles? Ich sehe einen guten Kampf. Du sagst, das war alles? Ja, ich sehe einen guten Kampf, deutet wahrscheinlich auch auf die Rexfischer hinzu. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jetzt hier noch ein Unique kommen soll. Was will denn hier? Oh, da, ehrlich, ey. Mörser oder was ist das? Ja, Mörser auf jeden Fall und ich glaube, dieses komische Teleport-Scheiß. Mörser elektrisiert, okay. Ah, und Eis, Vorsicht. Ja. Ach, du bist das. Ja, ja. Ich wollte mich kurz mal, dass er ein bisschen mehr im Freien ist. Mir ist gerade alles zu eng. Komm halt nicht hin zu denen. Okay, wo ist der? Ah, fucking! Eis, ey. Schild. So. Jetzt und. Eis hat mich geärgert. Ich hab alle betäubt. Ja, ich seh's. Ja, der hält nicht so viel aus. Turbulenten. Okay, vielleicht krieg ich ihn nochmal betäubt. Nee, leider nicht. Ah, jetzt ist hier ein Diener bei mir. Ah, egal, gut, sauber, der ist gerade zurückgegangen wieder zu euch. Okay, Damage Boost kommt raus, dann kann ich nochmal schön Multi-Dingens hier machen. Oh, die Skelette, sehr schön. Die Skelette sind gleich down. So. Da drüben sind auch Champions. Oh mein Gott. Auch noch? Ja. Aber die sind hinter dem Tor noch. Wollt ihr mich verarschen? Was geht denn hier ab, ey? Ich hoffe, der macht das Tor nicht auf. Oh, Eis. Oh, ich Baby. Muss noch ein wenig länger warten. Wow, da hat mich irgendwas gehauen. Da hab ich mir immer gerade einen Heiltrank reingepfiffen. Ja, ich hab mir auch was. Die Blitze kamen auch immer so viel. Ach scheiße, die Blitze kommen jetzt von den anderen, wa? Ja. Und der saugt mich die ganze Zeit zu sich ran. Ja. Ich kann mir den vielleicht noch ein bisschen hochziehen. Komm mal hoch. Okay, ja, da kommt er. Zu uns kommt. Die anderen sind ja noch nicht aktiviert, ne? Die sind aktiv, aber die kommen nicht durch, weil da ein Gitter ist. Ach, okay. Und deswegen will ich dir einfach hier haben. So, er ist betäubt. Ja, da ist leider eine Eiskugel mitten im Weg. Komm hier nicht hin, die pulsiert da gerade so rum. Oh Mann, was verzieh dich, ey? Geht doch damit. Kann er sich teleportieren? Ja, der kann sich teleportieren. Aber der kommt auch. Wo ist denn der hin? Der ist direkt vor uns. Ja, ich konnte den irgendwie durch das Tor nicht sehen gerade. Alter, die Eiskugel! So, gleich mal nochmal. Muss leider warten, die Eiskugel ist hier wieder. Ja. So. Und betäuben wir ihn. Jetzt, er ist betäubt und zerstört. Ist er tot? Ja, er ist tot. Aber hier unten, wie gesagt, sind die anderen. Pass auf. Achso, okay. Erstmal ein bisschen warten, bis meine Fähigkeiten. Das ist ja dumm. Ach, meine können auch durchschlagen. Können auch einfach lass zum Skelettkönig sonst gehen, oder? Deswegen. Ja, komm. Ist eh ein bisschen ziemlich nervig, die haben nämlich auch Eis und Blitz und. Ja, ja, das ist. Ja. Du Wiederbeleber, du Ekel. Ja, die sind schon ein bisschen nervig, wa? Mhm. Deine Leute gehen ja auch gerade voll ab, wollen alle hier betäuben. Bezaubernder Kiefer. So ein Schuss. So, der hat wieder belebt, da oben hält aber auch nicht mehr viel aus. Ja, haben auch betäubt. Oh, jetzt kommen die Dicken noch. Nerv doch nicht rum, Mann. Ah, ich hab gleich halbes Level. Echt? Gerade bei dir. Ich habe ja wie gesagt erst gerade ein Level abbekommen. Schon. Oh, die Dicken. Jo, da ist er down. Und hat noch was gedroppt. Ein Bogen, der wieder mal 17% mehr Schaden machen würde, aber du kennst die Geschichte, ja. Ja, ja. Was, ich habe hier einen Helm für einen Zauberer mit 1147 Rüstung. Ein Helm?
Helm, ja. 1100, okay. Ja. Hier unten ist noch Gold, alles klar. Leben pro Treffer, naja. Kann ich halt nicht tragen. So, der gute alte Skelettkönig. Mal gucken, wie fähig er ist. Aber das ist ja meistens so ein. Ja, die Bosse hier, diese. Die kriegen Bosse. Wir mal recht down. Ja, ja, weil die haben ja keine neuen Fähigkeiten. Ach, hier kommen. Hä? Hier kommen die jetzt diesmal nicht, okay? Muss ich auch nicht verstehen, oder? Ja, sonst waren ja hier immer dein Gegner gekommen. Spricht man den an? Hey, aufwachen! Schlafenscheid vorbei, Junge! Jetzt gibt's auf die Fresse. Also, für dich. Auf den losen Kiefer. Also ich hau gleich direkt, wenn den betäubt, dass mal Damage boost, dann können ja. Wir ja gleich mal richtig in die Fresse hauen. Da ist er. Sag Bescheid. Okay. So, betäubt. Wow! Die war eine große Betäubung. Geblendet. Und krieg ich ihn nochmal bitte. Ja, ich noch mal betäubt. Oh sauber, jetzt sind die Diener direkt. Das wird was. Hält ja auch viele Leben. Oh, der holt aber viele Diener. Ja. Au, der hat's auf mich abgesehen gehabt. So, nichts da. Ey, schon wieder. Der kommt also auf dich. Ich kann ihn gleich wieder betäuben. Jetzt. Ach, jetzt ist er da unten gewesen. Ja, ja, er ist hier. In dem Moment teleportiert der Arsch. Damage Boost ist raus. Oh, in der einen. Oh, da kommst du mir. In der einen Truhe habe ich gerade irgendwie was gefunden. Irgendeinen Unique. Nicht Unique. Seltenen Gegenstand. Rüstung hat der Pferd auf jeden Fall. Aber mal ein Schild für uns alle. Das tut auch weh, wenn er mich damit trifft. Hab ich vorhin schon abbekommen. So, ich will ihn gleich wieder betäuben. Wenn sich die halt noch jetzt teleportiert er sich, jetzt kann ich ihn betäuben. Jetzt betäubt. Okay, Damage Boost ist raus. Und geblendet. So. Scheiß Hass, ey. Ah Mist, deine Diener sind leider weg. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das. Ich glaube, das geht nach der Zeit. Wir haben eigentlich immer das Leben gut. Geht's halt an der Zeit weg. Der ist, glaube ich, voll ganz kurz. Und gleich kann ich ihn wieder betäuben, und zwar jetzt. So. Okay. Halbe. Dingens ist gleich geschafft. Also, ich guck mal hier. Mhm. Hab mal die Heilsphäre eingesammelt, damit ich hier ein bisschen zusammenkriege. Ja, passt, meine ich. Ey, so nicht, Freundchen. Guck mal. Leg dich hier mit jemandem an, der fast genauso viele hat hier. Einsatzweise. So, jetzt ist er wieder betäubt. Wollte schon sagen, wenn ich dich mit einem 1,6 Millionen Crit-Dingens treffe, möchte ich mal sehen, ob du noch stehst. Ja, hol doch noch mehr Diener. Sonst kannst du ja nichts. Jetzt geht er mal auf dich. Ja, jetzt geh mal. So, okay. Und betäubend. Und jetzt habe ich auch meine Diener mit dabei. Okay. Meine Schattenkrieger. Ah, so ein bisschen was hat er noch, aber. Das sieht gut aus. Oh, dieser Fähnchen vernervt so. Jetzt will er gleich wieder noch nicht. Ich dachte, der macht jetzt ein Teleport-Action. Ja. So, ich hole mir das hier. So, er ist wieder geblendet. Aber nur durch Anlaufen, das ist nicht so lange die Blendzeit. Ja, egal. Dafür habe ich jetzt das Blenden wieder. Ach, in dem Moment muss er sich wieder teleportieren. Okay, wieder angerempelt. Meine Diener sind noch wieder da. Wo? Ach, meine Diener. Ja. Wie oft die schon da sind. Die Chance scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Oh, Massaker ist 72 beendet, leider. Schade. Alter, so nicht doch. So, okay. Also ich kann auch gleich mal wieder Damage Boost eigentlich raushauen. Ja, okay, da muss ich jetzt. So, mein Hass ist leider mal wieder leer. Kein Problem. So,
So, alles klar, nur noch weniger als ein Viertel. Moin. Sehr betäubt. Du kommst hier nicht weiter, Lieben. So, und nochmal betäuben. Sehr schön. Ah, geht gut. Gleich ist er down. Gleich ist er down. Damage Boost nochmal aktiv. Messer fliegen. Okay. Oh, ich dachte gerade, er will abhauen. Nee, ich hab ein bisschen betäubt. Boah, wie viele Leute will er noch holen, ey? Ey, schon meine Brüders. Meine kleinen Brüders. Aha, ausgewichen. Komm schon. Hier, zack, 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 zack. Okay, ich hau ein Messer mal rein, dann dürfte er gleich down sein. Ja! Ja! Unique Armbrust. Sehr schön. Das dürfte jetzt endlich einen Damage Boost geben, hoffe ich mal. Aber auch doof, auf 68 jetzt eine Unique Armbrust zu finden. Aber hey, ich will nicht meckern. Bin mal gespannt, welche es ist. Und es ist Dämonenmaschine. Kannst du ja mal posten. Ach du heilige Scheiße. Die sieht nett aus. 2062. Ah, ich werde ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit dadurch verlieren. Deutlich sogar. Chance von 43% explosive Pfeile zu verschießen. Ja, die nehme ich. Aber 1262 Leben pro Treffer. Das ist schon ordentlich. Na, ich habe momentan 1019. Das einzige Problem... Also ich verliere Zähigkeit und Heilung dadurch. Ich verstehe nur nicht... warum ich Heilung verliere. Ah, doch, klar, weil meine Angriffsgeschwindigkeit deutlich niedriger ist. Okay. Na gut. Ja, aber guck mal, wenn ich 1000 Leben pro Treffer und ich mache 0,5 Angriffe mehr die Sekunde, dann bringt mir das natürlich mehr, als wenn ich jetzt 200 mehr bekomme, aber weniger oft angreife. Ja. Ich probier's mal aus, glaube ich. 370.000. Genau, so wie mit meinem Amulett, wo ich auch gedacht habe, naja, ob der so gut ist, so gut ist und dann... Alter, hier der Schaden in dem Bildschirm, ne? Liegt jetzt bei 213.000, wenn ich das Teil anlege, bei 293. Ich verliere 37.000 Leben allerdings. Ja, wie gesagt, probier es erstmal und dann sehen wir weiter. Weil, eben, denke ich auch. Fragment. Wie gesagt, ich dachte am Anfang auch, das Amulett wäre scheiße, aber die Passivfähigkeit raus, reißt es doch irgendwie alles raus immer wieder. Oh, Schulternplatten der Geschicklichkeit, aha. Na gut, von mir aus können wir direkt weiter. Oder musst du in die Stadt? Ich weiß nicht. Hab noch genug Inventarplatz frei. Okay, sehr gut. Dann wollen wir mal gucken. Die nächste Quest führt uns in die Wälder. Tötet Galush Valdant. Keine Ahnung, wer das ist. Du kannst mir einfach wieder folgen. Ja. Hoffe ich mal, dass wir jetzt deutlich schneller vorankommen mit dem Killspeed vielleicht. Oh, guck mal. Oh, das ist ja schön. Ich bin noch nicht da. Wieso sind wir also gleich bei ihm? Unser Unique ist fast genau am Waypoint direkt. Okay. Und dann müssen wir nur noch 125 Gegner töten. Hier sind aber schwache Gegner. Ja, guck mal, wie langsam ich jetzt nämlich schieße. Siehst du das? Ja. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Also, ich liebe ja, wenn ich so schnell schießen kann, weißt du? Ich frage mich, ob die Passivfähigkeit auch explosive Pfeile verschießen können. Jetzt machst du das wieder zurück. Ich werde hier gerade belagert. Oh, diese Angriffsgeschwindigkeit. Also, ich fühle mich so beschnitten irgendwie. Da war ein explosiver Pfeil gerade bei, ja. Da kommen sie. Auch bei den normalen Dingensschüssen. Da ist der Unique, Vorsicht, ich habe ihn angelockt aus Versehen. Gift, okay, die macht schon ordentlich Schaden. Gift. Kann die noch nicht. Vielleicht kann jetzt, ich jetzt betäubt, bräuchte man so ein Zweier-Loadout, wie es damals gab bei Diablo 2. Achtung. Au, Gift. Ja, die Gift macht schon ordentlich. Also, ich mach mal gleich Damage Boost, wenn du ihn betäubst. Ja, ich kann dir sagen, und zwar betäuben kann ich ihn jetzt. In dem Moment kommen meine Wächter raus, wie geil. 2,7 Millionen Crit. Guck dir sein Leben an, wie das gerade runtergegangen ist in der Zeit. Schon ordentlich. Zack, da kommen drei Messer und der ist tot, sag ich dir. Yo. So, das ist ja mal echt. Okay, nur noch lächerliche 100 Gegner und die gehen schnell hier. Das sind nämlich
nicht so schade, starke. Dass man eigentlich nicht irgendwie wieder bei Diablo 2 wirklich seine zweite Waffe ausrüsten kann. Sonst kann man dem Projekt wirklich die Waffe, die du gerade hast, für Linux nehmen und die andere für... Das wurde aber mega abused einfach bei Diablo 2. Das war schon gut, dass sie es nicht gemacht haben. Wenn ich überlege, wie ich da teilweise mit meinem Barbaren zum Beispiel gespielt habe, um die Kriegsschreie dann irgendwie nochmal um 6 Level zu pushen oder teilweise um 8 Level zu pushen, nur weil ich schnell die Waffe geswitcht habe, das war schon, naja. Oh, guck mal. Oh, nice.